Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Icarus Online. Und ich habe hier noch jede Menge Scheiß im Inventar. Ich habe ja letztes Mal einmal den Dungeon versucht. Da gab es ja hier irgendwie... Ich will gar nicht rauskommen. Hier, da Ding, das Ding kam ja raus, Marauder Stuff. Stufe 13. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen was verballer. Ich teste gerade den Level 5 Elite-Stein. Also bei drei Versuchen hat es plus 1 bei der Rüstung gegangen. Jetzt machen wir hier Handschuhe zum... Da mal hier 0%. Geht gar nicht. Auch 0%. Vor hier stand very low. Da, guck, very low. Ja, bei den anderen Sachen geht's nicht. Und das geht auch schon mal nicht. Ja, theoretisch kann man die eigentlich wegschmeißen. Das ist also fast unsinnig, da was reinzuknallen. Very high. Warum ich das jetzt mache? Weil ich hier ein paar Slots brauche. Ein paar Fächer. Ja, Rüstung, ich weiß auch nicht. Ja, Rüstung, Handschuhe, Schuhe. Was haben wir denn hier? Schuhe 10, 10, 7. Dann hau ich einfach mal die Rüstung hoch. Damit ich jetzt, wenn ich den Dungeon im zweiten Versuch auf Elite, also eine Stufe höher, probiere. Ich habe den Eindruck von dem Spiel ist, dass alles Elite ist. Ratatafui. 1, 2, 3. Auf 4 Stück lasse ich mir noch übrig. Und ich habe jede Menge Scheiß dabei. Also es sind wirklich Sachen. Ich habe hier einen Sattel und Essensack und Message und Golden Rabbit Coin und ein Buff 5% mehr Verteidigung und hier den Scheiß noch. Was hier ist alles so Fressen, XP-Tränke, Heiltränke, Mana-Tränke, Buff-Zeug. Hier kann ich mir Mana Plus irgendwo drauf knallen. Ja, funktioniert so nicht mal. Ja. Coinshop. Der Coinshop, der gibt nur nichts. Ich habe eine goldene Coin und kann nichts von kaufen. Geil, ne? Nix, gar nichts. Kann man das Set kaufen, was man wahrscheinlich auch droppen kann, ne? Ne, doch. Ne. Bro, das ist was anderes. Okay. Ja, wir probieren jetzt hier mal. Ihr seht das. Whoop. Nein, gib mir meinen Cursor wieder. Ja, geht nicht. Hä, wieso ist denn... Ah, jetzt. Ja, toll. Jetzt muss ich gucken, ob sich das Spiel aufgehangen hat. Beziehungsweise, ob sich die Aufnahme aufgehangen hat. Kann nämlich gut sein, dadurch, dass jetzt gerade hier der Cursor weg war. Nö. Scheint wohl richtig so zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den... Dann komisch, ey. Manchmal ist das echt komisch. Ja, jetzt kann ich hier aussuchen, ob... 1 oder hart oder very hart, das ist die Drop-Chance anders. Wenn ich jetzt einmal zurücklaufe und dann wieder nach vorne laufe und wenn ich auf Story gehe, ist halt direkt so drin. Ja, toll. Jetzt muss ich hier echt warten. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte das auswählen. Ja, rein, ja, nein, 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 nicht rein. Er lädt ja doch noch immer eine Ewigkeit. Du, 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 du. Habe ich noch Kaffee? Nö. War ja klar. Warum auch nicht? Boah, das ist echt, echt übel. Diese langen Wartezeiten vom Laden.
Autocomboing. Hä? Autokombinierte Skills sind weniger effektiv als manuell kombinierte Skills. Ja, aber was ist denn automatisch? Guck mal, wie schön das Schwert leuchtet. Ist ja nice. Krass. Gut, ich kann einfach so wieder raus. Ja. Er sagt doch auch nicht stopp. Schau, da kommt ein direkter Gegner, gehst rückwärts, bist wieder draußen. Toll. Ja, man hat genug Entries. Ich glaube, wenn man 10-mal reingeht am Tag und jedes Mal 20 Minuten drin ist, also da ist man schon 3-4 Stunden im ersten Dungeon, das ist schon ordentlich. Tja. Jetzt, wo der Sommer so kalt ist, geht es meinem Rechner echt gut. Ich überlege aktuell, ob ich mir nicht eine Luftkühlung reinmache für den RAM. Damit der Rechner auch noch ein bisschen lebt. Oh, Alter. Bis nachher das Video 10 Minuten länger, weil ich hier die ganze Zeit im Ladescreen hänge. Gibt's doch nicht. Abgesehen davon sind 20 Minuten Aufnahme 200 GB. Also wenn ich hier mal 10 Minuten dranhänge, habe ich gleich 100 GB mehr drauf. Schon krass, echt. Ihr Kacknase, mach hinne! So. Einmal nach unten. Was zeige ich mit der alten hier? Ah, die hat einen Shop. Ja, richtig nice. Und sowas sollte ich auch benutzen. Irgendjemand hat gesagt, ich soll das benutzen. Das ist eine Quest. Was macht denn Itemkavern? Probieren wir mal. 117,5, ich baller mal Cover, Fairy Sword, One Day. Hä? Ja, was hat das jetzt gebracht? Oh, leck mich am Arsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier ein Carving Expiration. 23 Stunden. Ja. Aber ich hole mir lieber mal hier 1, 2, 3, 4 so eine Dinger. Ich glaub, ah doch. Nehmen wir die Sachen hier auseinander. Your extractor is not powerful enough? Was? Wo ist denn ein Extractor, der powerful sein muss? Gibt's ja gar nicht. Krass. Ja gut. 8 Slots sollten reichen, ansonsten muss ich ja rausschmeißen. Gab's hier wieder so eine 5er? Ne, 10er. Kann ich die verwenden? Was stand da jetzt? Normal? Ah, und wieder low. Was steht da? Auch low. Rotatadong. Ja, zum Glück geht's nicht kaputt. Ja, passt, reicht. Raus damit. Einmal sortieren. Selbst das Sortieren liegt, ey. Hier geht ja trotzdem da rein. Dann muss ich erst die Dungeon... Ey, leck mich doch am Arsch. Das heißt, du kannst aus dem Dungeon rausgehen, wieder reingehen oder was? Ja, ist auch was Neues jetzt, ne? Gut. Dann. Dann schneide ich das einfach raus. Und wie resette ich jetzt den scheiß Dungeon? Dungeon, Dungeon. Brackmine. Yes. Fallen, Legion. Da. Reset Dungeon.
Auch das kostet was. Da musst du, wenn du reingehst, schon durchmachen. Was, ey? Oder ablaufen lassen. Okay. Also gehen wir in Elite rein. Und zwar auf normal. Gucken wir mal, ob wir es stärker schaffen. Weil very hard schaffe ich nicht. Das ist... Wir gehen mal auf normal rein und gucken uns das mal an, ob man die lieber leichter machen sollte. Ist für mich auch ein guter Test nachher, wenn ich dann in die Open Beta gehe, ob ich das dann einfach so durchballer oder ob ich dann jetzt sag, oh mein Gott, das ist ja so scheiße. Auch für alle, die spielen nachher und das jetzt sehen, wissen die nachher dann auch, ob sie, wenn sie nicht in der Closed Beta mitgemacht haben, ob es dann überhaupt Sinn macht, da reinzugehen. Kostet ja auch Tränke, Geld. Ne? Tränke kosten Geld. Wobei jeder, der sich so 90-Euro-Pack da geholt hat, hat sowieso so viel Lebenspunkte mehr und so viel Verteidigung und Angriff mehr und Crit-Chance und was weiß ich was, ey. Ja. So. Also ein Dungeon rein und raus dauert echt ganze 2,5 Minuten. Habe ich gerade mal geguckt. Habe ich herausgeschnitten. Das ist echt schlimm. So, wir gucken uns das mal hier an. Der hat Stufe 14. Wir schnappen uns einfach mal hier so einen einzelnen. Hab den nie mal getroffen. Eieiei. Okay, also die Lava brennt einem den Arsch weg. Ja, wie wenig das ist, da kann ich mich auch... Gut. Ja, ich muss, glaube ich, jeden einzeln machen. Ja, der Bogenschütze geht auf jeden Fall. Gibt aber ordentlich XP. Ohne XP-Trank ordentlich XP. Oder? Ich aktiviere das mal. Ja, das war jetzt ohne XP-Trank 1000 XP. Das ist schon ordentlich. Ja, 2000 XP, Alter, das ist schon echt krass, ey. 10, also trotzdem 75 Mobs, die ich kloppen müsste, aber ist schon, das ist schon ordentlich, ey. Ja, und sind jetzt 4. Dann muss ich mir hier mal was antun. Ja, er frisst das Ding immer noch. Ist echt nicht viel, was er sich hier regeneriert. Also das ist schon echt ein Witz. Und das ist echt mit den ganzen Login, Logout, Buffs und was weiß ich was alles. Item Drop Rate increased, All Starts increased. Ja, hier ist Server Event Upgrade irgendwas gewesen. Man muss auch dann alles mal ein bisschen gechillter angehen. Das heißt, mit den richtigen Skills muss man dann hier mal ein paar auch einzeln rausziehen. Pro Sekunde für 7 Sekunden. Alle 3 Sekunden, ja, das ist echt scheiße. Das ist also, das ist richtiger Müll. Das ist, also, kann ich eigentlich wegschmeißen.
Ja, das geht schon, ne? Also ich brauche da schon gar nicht mehr oben auf die Monster zu achten. Ich muss da nur auf die Laes achten, gucken, wo dann der Cooldown runter ist. Um dann ordentlich drauf zu hauen. Ah, jetzt. Vorher war das ja so, dass sie nicht aufgestanden sind. Jetzt stehen sie auf. Oh. Ich hab mich vertippt. Ich war eine Reihe zu niedrig. Ach, der geht ja nicht mehr. Ja, die stehen halt so lange, dass man so viele Skills rausknallen muss. Oh, das war aber jetzt... Hä, wieso waren die denn instant tot? Ah ja. Ja, das geht ja, ne? Also es passt schon. Also höher sollte man dann auch nicht gehen im Schwierigkeitsgrad. Aber hier hat 5 Bogen. Alter Verwalter. Aber es ist schon ordentlich, ne? Man muss dann schon gucken. Ja, super. Aggro increased. Ah, sieh mal einer an. Das erhöht auch die Aggro. Kann ja der Guardian, der Berserker doch seine ganzen AOEs rausknallen. Ja, so einzelne Gegner sind eigentlich ganz schnell weggekloppt. Hat er echt keine Probleme mit. Bei so einer Fünferstaffelung, da weiß ich ja nicht so genau. Hauen wir ja trotzdem mal hier nochmal zu fressen rein. Alle 3 Sekunden. Das ist 7 mal 192. Ja. Da kann er sich schon ein bisschen mit heilen. Wenigstens etwas. Jetzt sei halt natürlich auch eine Ewigkeit. Ach, diesen 15 Sekunden. Okay, das ist also 5.000 Lebenspunkte geheilt. Ja. Also ohne das Zeug, nur mit dem normalen Sitzen, das ist absolut... Ja, ich weiß auch nicht, ja. Musst du wirklich, am Anfang musst du gut Tränke einkaufen. Also das ist hier 10er Tränke, die heilen 600. Davon sollte man dann immer 20, 30 mit haben. Frisst er noch was? Ne. Okay. Und... 2, zack, 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 zack. Die 6 als Kombo, da ein wenig drauf und in die Richtung mit der 3. Ja. Und Bogenschützen sind nicht so das Problem, das sind eher die das Problem, die dann ewig tanken, so wie die Siri, glaube ich, oder? Ne? Oder? Ja, guck dir mal an hier. Viele da sind und dann ist jetzt ja der Große noch bei. Hatte ich ja gar nicht mehr im Gedächtnis. Ja, da muss man natürlich mal gucken, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen besseres Equipped hat. Also nicht mit Stufe 7 und Stufe 10 Zeug ran, sondern mit Stufe 15 Zeug wahrscheinlich. Komm, ich renne mal rein. Nö, passiert nichts. Ja, macht da hier so ein Special-Theater draus.
Na gut, der ist aber gleich weg. Das ist aber auch nur der Stage-Boss, oder wie man das nennt. Das ist die Hälfte hier vom Dungeon. Ja, krass, ey. Ey, da hatte ich ein Loot-Pad, nice, bevor das alles weg ist. Da gebe ich schon ordentlich Geld. So, hier haben wir... Au! Ja, seht ihr mal, hier sind schon die ersten guten Sachen drin. Assassin-Exklusiv, 25er Stone, Pure Flame. Zum Elixier machen, zum Craften. Und... Oh! Oh, 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 oh! Ja, ich habe keine Ahnung. Ranger, irgendwas, Gauntlet, aha. Und... Cool Shoes Flame Recipe. Okay. Flame Bomb Recipe. Ember Stones. Oh, was? Krass. Guckt euch das mal an, den Unterschied. Das ist natürlich schon... Da merkt man, ja, dass man sowas machen sollte. Also das ist krass. Crit-Chance. Stärke ist natürlich scheiße. Aber das ist schon nice. Also gut. Das ist schon ordentlich. Und es ist jetzt golden. Ich weiß nicht, ob lila besser sein sollte. Krass, Heroic. Ja, leider Gottes muss ich hier Sachen auseinandernehmen oder wegschmeißen. Berserker exklusiv. Sowas muss weg. Und das auch. Kann ich ja nichts mit anfangen. Und mit diesen Scrolls, das kann ich so nicht sagen. Das ist Holy Water, Holy Water. Benötigt die denn Holy Water? Nö. Flamestone, Copper, Alloy. Ja, Kupfer. Irgendeine Pflanze, glaube ich, ist Average Die. Dead Cool Shoes. Und dann kannst du die verzaubern. Oder so. Das ist, glaube ich, hier das... Ja, keine Ahnung. Aber ich habe keine Schuhe davon. Ja, krass auf jeden Fall. Ich schmeiße die auch mal weg. Ein bisschen Platz haben für die... Kann ich, darf ich gar nicht, das Ding. Okay. Wir Platz haben für den anderen Scheiß. Und zwar, dann können wir hier auch sowas wegschmeißen. Und schmeißen wir davon auch. Oder? Was war das? Weak Spirit. Schmeißen wir weg. So. Haben wir noch ein bisschen Platz. Weil da hinten, der gibt wahrscheinlich jetzt auch richtig ordentlich was. Sofern ich es überlebe. Probieren wir jetzt mal direkt aus. Wir haben ja ein ewiges Video hier, ey. 20 Minuten schon wieder. 22. Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Ja, muss ein bisschen reinkloppen hier. Die geben das Golem hat eine Vitalbox bekommen, kann ich nicht öffnen. Also der Bandage bringt auch nicht gerade viel. Ja, das macht ein Witz, du siehst ja nichts an der Leiste da oben. Fuck, Alter. Ich bin ja froh, dass ich diesen Multi-Slash habe, ansonsten wäre er, glaube ich, echt übel. Haben wir jetzt nochmal so ein Herz? Ich sehe das anhand der Kiste, dass da immer was Besseres drin ist. Ah, jetzt kann man da hinten rein? Ja, ob da was Besonderes drin ist? Ah, ich habe auf jeden Fall jetzt Angst zu sterben und deswegen springe ich jetzt hier hinten einmal um die Ecke. Boah, ihr Miststücke. Leck mich am Arsch. Und renn hier rüber. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Golems kloppen muss. Aber ich möchte da oben zum Boss. Ja, geil.
Mann, wie viel Damage die aber nicht sicher machen. 400 ungefähr. Ja, da gibt nachher auch nicht 10% Damage, weil wenn ich in 3 treffen kann, so schnell auch mal down gehen daran. Ja, also hier gibt es das Herz auf jeden Fall regelmäßig. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ey, hier wird was schwerer. Das heißt, ich setze mich jetzt hier hin und fress nochmal. Ja. Fress nochmal hier 2 Honigteile. Komischen Bunny-Hopper-Charakter. Mal gespannt, ob man die Sachen handeln kann. Also hier sieht's ja so aus. Can be used anywhere. Ja, krass, ey. Also sieht man schon den Unterschied, ja, zwischen Level 9, was ich anhab, und Level 16 hier. Wenn ich jetzt hier so eine Waffe gehabt hätte, hätte ich die upgraded und die ist dann mehr als doppelt so stark. Das wird schon krass sein. Fress nochmal so ein Ding, Mensch, ey. Ich drück da doch nicht umsonst drauf. Bin gespannt, ob ich den schaffe. Ich glaube, fast schon. Es sei denn, der macht irgendwelche Special Skills. 2, 1 und hinter. Ich habe aber auch keinen Ausweichmove. Also ich kann hier nicht irgendwie zur Seite wegspringen. Das Einzige, was ich mache, kann das F1 drücken. Das heißt, wenn er hier oben einen Balken kriegt, muss ich mal gucken. War da jetzt nichts rausgeschmissen? Da jetzt! Ah, okay. Also, er hat die Kackteile beschworen. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, das ist okay, der Boss ist selber hier. Ist nicht bis jetzt nicht das Drama. Einmal E, einmal Q, nicht geschafft. Was bist du? Nee. Ah, da ist der Erdcut irgendwas. Yes! Hat er mich hier voll erwischt. Oh, und ich habe den falschen Trank gesoffen. Ja, ja, ja. Jetzt darf ich laufen. F? Wie F? Kann ich so eine Flamme nehmen oder was? Kann ich rein? Nee. Jo, ich kann die Flammen ausmachen, okay. Oh Mann, 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 Mann. Ja, das wird jetzt, also das wird jetzt doch was schwerer als gedacht. Ah. Nein, er holt die Bombe. Also wenn da steht Summoning Bomber, dann lauf. Nichts machen. Oh, ey, ich darf nicht, ey. Ich heb hier sogar schon aus dem Stuhl ab. Aber ich kann ihn mit dem Bombenmann kann ich ihn anschnackseln.
Okay, von hinten geht auf jeden Fall. Also ich muss die nehmen. So, einmal nochmal weggesprungen. Macht er ihn? Ja. Jetzt die drei, komm. Alter Verwalter. Also, man hat schon was zu tun, ja? Ihr seht da schon 4 Seiten voll. Und Emberstone Star Ward Glows Rezept. Haben wir hier Flammengedöns, Tempering, ja, das Standardzeug. Holy Water können wir. Oha. Cool Shoes. Infanteriebogen. Dead Scepter. Dead Veiled Glows. Und Ranger Exklusiv Set Item. Alter. Cold Shoulder Flames of an Ancient Golem. Cooldown minus 7 Punkte. Also das sind schon Sachen, ja, ist schon, da wird mein Herz schon wirklich, da macht Freudensprünge hier. Aber da weißt du auch nicht, was du nehmen sollst, ja? Das ist ja auch alles Zeug. Aber das ist mittlerweile alles Assassin-exklusiv, Ranger-exklusiv und... Ist für mich jetzt nichts bei gewesen, ne? Das ist das, was jetzt schade ist. Also, wären jetzt 5 Sachen für mich gewesen, von dem ganzen Zeug, würde ich mich natürlich noch richtig freuen. Aber das war jetzt schon... Also, ja, als normal würde ich mit dem Set jetzt nicht gehen. Und ich würde gucken, dass ich wahrscheinlich am Anfang nochmal irgendwie eine Stufe 16 Waffe aus dem Cash-Shop hole. Cash-Shop, genau. Aus dem Auktionshaus. Ja. So sieht die Geschichte aus. Und so endet die auch. Jetzt brauchen wir nicht noch 2 Minuten Ladescreen hier sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dann. Ciao.